So, wieder frisch und fruchtig hier dabei, Minecraft, aber noch nicht das Let's Play Part 2, sondern jetzt erstmal ein Let's Erklär. Und ich muss mich beeilen, weil es kann schon ganz schön lange dauern. Ich habe eine Erstaufnahme gemacht, da habe ich 20 Minuten gebraucht und ich war, wir müssen das jetzt schnell gepackt kriegen. Wahrscheinlich seht ihr oben schon diesen kleinen Button. Ja, ich musste schnell hinfuchteln. Ich glaube, ihr guckt ja nicht diese Videos nur, um den Button zu sehen. Hoffe ich. Dann hier unten seht ihr bestimmt das Ding, diesen MOT. Dazu kommen wir gleich. MOT, Mod. Mod. Das bedeutet so viel wie Minecraft Original TP. Das ist gleichzeitig mein Name. Und mit Originaltexturen. Das habe ich ja in meinem Let's Play zuerst stehen. Und das ist viel zu lang. Ich werde auch jetzt nur noch schreiben, Minecraft Let's Play, MOT. Am Anfang gleich die Portnummer. Und dann dahinter noch so den Namen des Ports. Wir müssen uns beeilen. Das wird ein Let's Erklär. Naja, sozusagen. Und ich rede einfach mal los über die Neuerung im Minecraft Adventure Update 1.8.1. Und da wollen wir nicht lang schlacken und wollen jetzt gleich loslegen. Dann fange ich gleich mal an. Also das Minecraft Adventure Update wurde am 14. September 2011 veröffentlicht. Und es ist ein größeres Update, so ähnlich wie das Halloween Update. Das Adventure Update sollte ursprünglich mit der 1.7 kommen. Aber wurde später auf der 1.8 verschoben. Notch meint, es wäre zu groß für ein Update, alles in die 1.8 zu stecken. Und deshalb ist die 1.8 in einem unvollständigen Stand. Der Rest kommt dann mit der 1.9. Man kann schon die Pre-Version testen. Und das 1.9 kommt mehrere Tage bis Wochen später als angesagt. So, wir werden auch nicht mit der 1.9 spielen, wenn sie raus ist, nur mal so schnell am Rande. Wir werden dann gleich weitermachen mit, wenn sie draußen ist, mit der 1.10 spielen, wenn das dann so vervollständigt ist. Okay, das Adventure-Update ist nicht der Adventure-Modus, was manche so gern vertauschen. Man kann im Adventure-Modus den Kreativ-Modus spielen. Da kann man fliegen und hat das Instant-Mining, also Blöcke mit einem Schlag zerstören. Und nicht zu vergessen noch der Survival-Modus, der normale Modus. Es gibt einen neuen Launcher, wie ihr am Anfang sicher schon bemerkt habt, und neue Bilder von Minecraft und Mojang. Hier im Hintergrund dieser Schwenk, der eine Minecraft-Welt zeigt, keine eigene Welt. Der Launcher updatet sich selbst und man kann durch HTML-Links gleich auf Server starten, durch Minecraft. Die Serverliste, es wird eine Serverliste geben, da gucken wir dann gleich mal, hier Multiplayer. Hier, ihr seht, ich spiele auch Spleef, der Spleef World Cup. Ich habe mal kurz Texturenpacks getestet und habe vergessen, dass die Fort wieder anzumachen. Das ist ja peinlich hier. Die Serverliste hier, wo man sieht, welche Server online sind und wie viele sich in den Servern befinden. Gleich mal hier ein bisschen Schleichwerbung. Dann kann man halt sich, Server-Logging-Screen war da gerade. Durch das Drücken von Tabulator werden eine Liste mit verbundenen Spielern angezeichnet. Und ja, Notch versucht weiterhin einen Server zu starten, ohne, ja, halt den anzuzeigen auf der Liste zu haben. Das ist gut. Okay, es gibt zwei Arten von Lichttexturen. Einmal das Sonnenlicht und einmal das Blocklicht. Das Blocklicht kommt zum Beispiel von Glowstone, logisch. Davon unterscheidet man ein wärmeres gelbliches Licht, das Fackellicht oder die Sonne, logisch. Oder der Glowstone halt, oder kälteres bläuliches, wo mir jetzt auch nur das Mondlicht einfällt, so wie ich es mir auch notiert habe. Und die neuen Blöcke, das sind Steinziegel, bemooste und rissige Steinziegel, Eisengitter natürlich, die Glasscheiben, Pilzblöcke, Zauntore, die ich sehr nützlich finde. Drei neue Arten von Treppen, die Ziegelsteintreppen, Steintreppen und Ziegeltreppen, Ziegelstein und Steinziegeltreppen. zwei neue Arten von Stufen, halt die Ziegelstufe und Steinziegelstufe und die Liane. Man kann einen riesigen Pilz machen mit roten und braunen Pilzen. Jo. Neue Geländeneigenschaften. Es gibt diese Untergrundschluchten.
Die Ruinen, auch Strongholds genannt, bestehen aus neuen Blöcken und werden in die Landschaft integriert. Verlassene Minenschächte, sehr gut. Ich habe letztens einen gefunden. Den muss ich euch da mal zeigen. Neue Dungeons, die größer sind, Gänge, Türen und Treppen haben sich aber ansonsten kaum von den bisherigen unterscheiden. Flüsse, die im Meer enden und oder Schleifen bilden. Tiefere Ozeane und Spinnennetze kommen nun auch natürlich vor. Oh, wir haben nur noch knapp 9 Minuten und 30 Sekunden. Biome werden größer und klarere Begrenzungen. Neue Biome, das heißt die Pilzbiome und die NPC-Dorfbiome. So, zu den NPCs. Es wird Bossmobs geben. Sie werden in Dungeons leben, aber es wird auch welche an der Oberfläche geben. Der Enderman, der ein wenig creepy aussieht, was man sich so in den Foren zuflüstert, der sieht ein wenig creepy aus. Er ist auch ein neues NPC. Sie sind friedlich, bis man sie ansteuert und dann bleiben sie wie eingefroren stehen und greifen den Spieler erst an, wenn man wegsieht. Wenn die Augen grün sind, sind sie friedlich, werden sie rot, greifen sie an. Ein Kürbis auf dem Kopf schützt davor, von ihnen angegriffen zu werden und Enderman droppen die Enderperle. Sie können außerdem Blöcke aufnehmen und sie benutzen. Tierbabys und Tierzucht von NPCs, habe ich noch nicht gesehen. Ah, hier steht, was ich mir notiert habe, das Feature wurde auf 1.9 verschoben und Zombies droppen verdorbenes Fleisch. Dann gibt's halt die NPC-Dörfer, was ich euch schon gezeigt habe. Anderes Gras in Dörfern. Ja, man kann mit Dörfern handeln und so. Die haben ihr eigenes Biom, die Dörfer. Biom. Die Dörfer werden verschiedene Gebilde haben, wie Ställe, Brunnen, Schmieden, Kirchen, andere hohe Gebirge. Die Kirche, die ich bei mir so toll fand. Möbel. Und es wird eine neue Kampfmechanik geben durch das Bogenschießen. Müssen gedrückt, also Bogen müssen durch gedrückt halten der rechten Maustaste aufgeladen werden. Dadurch wird die Reichweite eingestellt. Pfeile bleiben in Monstern stecken, wenn sie getroffen werden. Na, das Dual Wielding, Nutzung beider Hände und dann noch das mit den kritischen Treffern. Wenn man Mobs schlägt, während man auf sie zuläuft, fliegen sie weg, was ich sehr gut finde, vor allem wenn man so gerade mal in der Nacht so ein bisschen auf Zombiejagd gehen will und alle umzingeln ein. Dann schlägt man ihn einmal auf den Nischel und hat 3 Sekunden Ausruhzeit, um sich nochmal kurz zu binden und eine schnelle, unvollständige Taktik zu erfinden. Creeper haben verbesserte Explosion und das Skelett oder Spielerbogen wird gespannt, bevor ein Pfeil abgeschossen wird. Und man bekommt Erfahrungspunkte, wenn man einen Mob tötet. Die müssen aufgesammelt werden und zu den Erfahrungspunkten später nochmal mehr. 5 neue Nahrungsmittel, Hühner und gebratenes Hühnchen, Beef, Essen ist stapelbar und verdorbenes Fleisch, wie schon gesagt. Man muss essen, nicht zu, man muss essen, um nicht zu verhungern. Essen gibt nicht mehr sofort Energie zurück, auch nach einiger Zeit, wenn die Leiste als 90% gefüllt ist, regeneriert sich das Leben. Leiste bei 0 verliert man Leben. Und es wird eine S-Animation geben, die ich sehr amüsant finde. Die S-Animation dauert 1,6 Sekunden. Und ja, ein Skelett aus einer Entfernung von 50 Metern mit dem Bogen treffen und den Mond mit dem Bogen treffen. Neue Archivents, wo ich jetzt auch nicht weiß, warum ich mir das markiert habe oder abgeschrieben habe. Veränderte Modifikationen, offizieller Mod-Support und modifizierbare Bauhöhe durch Mods. Man kann Helligkeit einstellen und Sichtweite. Wie gesagt, das neue Erfahrungs- und Level-System. Man kommt, indem man grünliche Items aufsammelt, ja, die beim Tod von Mobs fallen gelassen werden. Das trägt dann noch irgendwas zum Level-System bei. Das kommt aber alles mit der 1.9. Weil, wie schon gesagt, das alles zu groß war, um das so zu machen. Das wäre einfach gigantisch geworden. Und das wollen wir wollen wir Mojang und Notch ja nicht antun. Und uns auch nicht. Viele neue Sounds, unter anderem für Regen, neue Labels für Items, eine Ping-Anzeige in-game. Man kann nun jede Funktion auf jede Maustaste legen. Und wenn man auf F3 drückt, kann man auch den Wall Seat sehen. Okay, nicht zu vergessen noch, den Fog kann man nicht mehr durchs Drücken von F verändern, sondern muss es im Optionenmenü einstellen.
Sonstiges, neue Textur für die bemoosten Pflastersteine und neue Landwirtschaftsfeatures, zum Beispiel Anbau von Kürbissen und Melonen. Mehr Partikel, andere geheime Objekte, mindestens 9 neue Crafting-Rezepte. Sprinten wird durch doppeltes Drücken der Vorwärtstaste ermöglicht und Sprünge von 4 Blöcken werden beim Sprinten möglich sein. Aber die Animation finde ich auch nicht so toll. Truhen bekommen eine Aufklapp-Animation, finde ich gut. Und wie gesagt, die neuen Animationen für die Explosion von Creepern und TNT. Die meisten werden die Bugfixes ja schon mitgekriegt haben. Zum Beispiel das Shift-Click auf Items im Inventar funktioniert besser. Advanced Open GL funktioniert besser. Zum Beispiel Regen und Schnee werden schneller gerendert. 5 Spieler platzierte Blätter werden nicht mehr verschwinden. Wolken fliegen nicht mehr durch Gebäude, was ich eigentlich schade fand, weil das so dieser sieht krass aus Effekt war, wenn man so in seinem riesigen Haus stand und dann auf einmal kam da so weiß durch. Schade. Pfeile fliegen nun aus dem Bogen, nicht aus dem Kopf, also nicht vergessen. Ihr müsst jetzt nicht mehr den Mund öffnen, in echt, um einen Pfeil zu schießen. Und Redstone-Leitungen gehen nicht mehr kaputt, wenn man im Multiplayer das Command TimeSetX benutzt. Auch gut, das war soweit alles. Wow, wir sind ja doch ganz schön schnell vorangekommen. Ich wollte noch erklären, was das so mit der Länge meiner Videos ist. Norton, nerv mich. Die Länge meiner Videos. Das dauert 3 Stunden, um das hochzuladen und ich versuche, 1 am Tag zu machen. Ich mache das allerdings nicht so wie Kronk, der durchweg spielt und da mal 3 Folgen draus macht. Ich spiele echt nur 1 am Tag, dass auch dieser Einsteige-Effekt ein bisschen hoffentlich lustig wirkt. Wie gesagt, ich habe noch nicht den Part 2 gemacht, weil erst ein Kommentar da ist. Kommentieren. Wenn jetzt nach einer Woche nichts weiter dazugekommen ist, werde ich das auch jetzt weitermachen einfach. Ein Kommentar ist wie gesagt schon da. Zur Umfrage. Ich werde jetzt hier kein Intro haben, aber das folgt. Ich habe einen richtigen Profi dazu engagiert. Versuche den einfach mal umzukriegen, dass der mich... dass der das für mich macht und ich werde auch gleich mal für den hier werben. Müsste jetzt irgendwo hier was auffällig sein in diesem Video, dann wisst ihr, dort draufklicken in diesem Bereich. Und dann wollen wir gleich mal weiter schleich werben. Der offizielle Partner von Minecraft Original TP, von Mod, MOT, ist Mr. Gaming TV HD. Kennt ihn vielleicht schon, er hat seine Let's Play-Reihe beendet. Sozusagen könnt ihr jetzt mit ihm aufhören und mit mir weitermachen. Er wird ja erstmal nicht weiterspielen und ich habe ihn auch mal gefragt, ob ich vielleicht mal seine Welt übernehmen will, muss, kann. Da würde ich 2 Let's Plays parallel laufen lassen. Dann das hier, Seppel ist gleich auch hier irgendwo wild gekennzeichnet. Glück, 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 Glück. Offizieller Partner. Ich kenne den auch in echt. Ich habe damals schon viel mit dem Let's Play erklärt, Tutorials. Ach, was weiß ich denn. Dann noch Gronk, der beste Minecraft-Let's Player, den ich zumindest kenne, den ich am besten finde. Der wird auch hier irgendwo jetzt gleich auffällig gestaltet sein. Und ja, ich hoffe mal, dass das klappt mit dem Intro. Nochmal, ich glaube, das kommt jetzt hier nochmal irgendwo. Draufklicken, draufklicken, draufklicken. So, mein iPad sagt mir, dass das hier bald zu Ende ist. Noch 1 Minute haben wir. Was können wir denn bereden? Wollen wir schon früher Schluss machen? Wir können ja noch mal kurz... Was können wir noch mal machen? Ich muss mir jetzt beeilen. Ich wollte euch das noch schnell zeigen. Ich habe mir... jetzt sind es nur noch... 40 Sekunden knapp. Na, wir sind schon perfekt. Das ist ja schön an. Ja. So, hier, ich habe nur so ein Wasserhäuschen gebaut. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, so ein bisschen mit Pistons rumhantiert, dann sinkt das Wasser hier schön ab. Und dann fahre ich hier meine Pisten aus und kann hier durch. 4 habe ich hier noch nicht gemacht. Oh, nur noch 10 Sekunden. 4 habe ich ja, wie gesagt, nicht gemacht. Das wollte ich euch nur noch mal kurz zeigen.
Und wir haben jetzt noch 8 Sekunden. Hier ist ein kleines Schwimmbad. Und ich beende diese jetzt.